Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich bin heute mit der lieben Mutter unterwegs. Und wir schauen uns heute einen ganz besonderen Ort an. Ich hatte den ja schon über meinen letzten Community-Beitrag kommuniziert. Es handelt sich um den Ort Oradour. Und Oradour ist ein Dorf, das nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgebaut wurde und dient heute als Mahnmal. Und ich will auch gar nicht so viel verraten. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird spannend, es wird bewegend, es wird informativ, denn bisher habe ich noch keinen deutschen YouTuber hier gesehen. Und deswegen glaube ich, dass ich euch heute was zeigen werde, was ihr bis dato noch nicht gesehen habt. Also bleibt gespannt und bis gleich. So, das ist die Übersichtskarte. Wir befinden uns jetzt hier. Da vorne ist der Parkplatz. Und wir müssen jetzt hier in das Gebäude. Und das habt ihr gerade im Drohnenflug gesehen. Und da vorne ist die Stadt, die zerstörte. Und wir holen uns jetzt erstmal eine Karte und gehen dann da rein. So, meine Lieben, wir sind jetzt durch das Museum durch und haben 18 Euro für zwei Personen bezahlt. Das vielleicht vorab. Es gibt ein paar Regeln, die man hier beachten sollte. Und auch, versteht sich, denke ich, von alleine. Es ist natürlich hier eine Grabstätte. Ein Denkmal, wo viele, viele Menschen umgekommen sind. Und deswegen behandeln wir und auch hoffentlich alle anderen diesen Ort mit Respekt. Und vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie gelandet sind, haben sie relativ schnell an den Stränden die Oberhand gewonnen und verschiedene Panzerverbände waren in Calais stationiert und mussten dann schnellstmöglich an die Küsten transportiert werden. Das dauert natürlich, weil nicht nur Panzer und schweres Gerät, sondern auch natürlich Besatzung und Soldaten transportiert werden mussten. Und deswegen konnte man im ersten Step die Angreifer, die Alliierten damals nicht in das Wasser zurückdrängen. Das war ja damals das Ziel des Atlantikwalls, sondern diese größte amphibische Landeinvasion, die es jemals gab, war erfolgreich. Und man hat schnell dann auch das Landesinnere angegriffen und die Deutschen dann in verschiedenen großen Schlachten auch teils erheblich geschlagen. Kessel von Falaise zum Beispiel werden wir uns auch noch mal angucken, wenn ich im Mai im Urlaub bin, werde ich mir da auf jeden Fall die Strände in der Normandie und diese Schlacht anschauen. Und dann ist man natürlich auch weiter ins Landesinnere, um Frankreich von den Deutschen zu befreien. Und ja, hier in diesem Dorf gab es, es gibt tatsächlich verschiedene Versionen, deswegen beschränke ich mich auf die offizielle, gab es verschiedene Menschen, die hier gelebt haben, war ein friedlicher Ort. Und die Waffen-SS ist auf dem Rückzug hier in das Dorf eingedrungen und hat dann hier verschiedenste Massaker angerichtet. In Summe drei Stück. Eins in einer Kirche, wo Frauen und Kinder umgekommen sind. Und es gibt noch mal zwei Scheunen, wo die männlichen Bewohner der Stadt umgebracht wurden. Und das Haus oder das Dorf, Entschuldigung, wurde danach angezündet. Und nachdem Präsident Charles de Gaulle hier war und sich das angeschaut hat, hatte er beschlossen, dieses Dorf nie wieder aufzubauen und dieses auch als Mahnmal, als Denkmal in die Geschichte eingehen zu lassen. Und wir befinden uns jetzt mitten in der Stadt Oradour und wir sehen hier noch, wie die Stadt damals zurückgelassen wurde. Wir werden uns heute die gesamte Stadt anschauen, später auch noch das Museum. Ich habe mich jetzt erstmal für den Anfang auf die Stadt beschränkt, damit wir sie alleine sehen können. Heute ist wieder, wie ihr schon wisst, meine Mutter dabei. Heute werden wir ein bisschen weniger Spaß haben und das ganze Thema sehr ernst nehmen. Von daher wünsche ich euch trotzdem viel Spaß, Entschuldigung, gute Unterhaltung bei dem Video. Und in diesem Sinne, wir gehen mal los. Also scheint hier schon mal eine Scheune gewesen zu sein, sind verschiedene Gerätschaften der Bauern hier. Ich denke, ein Pflug oder
eine Sense für hohes Gras oder Heu sehen wir hier. Das Holz ist natürlich verbrannt, deswegen finden wir hier kein Holz. Mal gucken, was hinter dieser... Oh, große Flickviecher. Also die Zäune sind natürlich nachträglich angebracht worden, damit wir da nicht reingehen und Dinge beschädigen. Oder es gibt natürlich auch Sammler, die nehmen solche Sachen mit. Weil alles, was aus dem Zweiten Weltkrieg ist, ist natürlich für Sammler interessant. Und natürlich auch einsturzgefährdet nach so vielen Jahren. Hier vorne sehen wir ein Auto, da hatte ich gerade keinen Blick drauf. Und ein Teil von einem Trecker. Ihr seht das. Hier könnten eventuell Pferde oder Viehtröge gewesen sein. Verschiedenste Gefäße. Ja, ich glaube, den Jüngeren unter euch wird dieser Ort vielleicht gar nichts sagen. Ich habe auch irgendwann mal vor einigen Jahren davon gehört und habe mir fest vorgenommen, hier einmal hinzufahren. Die Gelegenheit war günstig, haben wir dann für uns auch in Anspruch genommen und wir haben perfektes Wetter heute. Und ich bin gespannt, ich habe mich tatsächlich mit der Größe des Ortes noch nicht beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall kein kleines Dorf, das kann ich schon sehen. Tja, wie fühlt sich das gerade an? Also auch wenn ich weiß, was hier passiert ist, es ist ja mittlerweile über 80 Jahre her, fühlt es sich gerade trotzdem sehr friedlich an. Also wenn man zum Beispiel auf dem KZ-Gedenkstätte ist, da habe ich bisher immer ein sehr mulmiges Gefühl gehabt. Aber hier tatsächlich spüre ich Frieden. Obwohl hier über 600 Menschen umgekommen sind. Und in den Kämpfen des Zweiten Weltkrieges wisst ihr höchstwahrscheinlich selber. Wir werden die genaue Anzahl nie herausfinden. Aber offizielle Stellen sprechen von bis über 60 Millionen Menschen, die durch den Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Und hier sehen wir sogar noch alte Relikte. Und das sind tatsächlich die Häuser, wo die Menschen damals drin gewohnt haben. Hier war das Haus des Zahnarztes, lese ich gerade an der Wand. Da vorne ist eine Nähmaschine. Ne, von Singer, bekannt. Der Herr Reignier hatte hier sein Haus und war Zahnarzt des Dorfes. Da oben sehen wir noch die Isolatoren. Teilweise sehen wir sogar noch hier gespannt. Ihr seht's. Und das könnten schon die ersten Einschusslöcher sein, Leute. Da sehen wir Autos im Hof. So, leider kann ich es nicht übersetzen. Eine Gruppe Männer, Massaker von den Nazis.
Also vielleicht wurden hier die ersten umgebracht. Leider nicht auf Deutsch. Und schaut mal, man sieht hier richtig, dass das ein Dorf ist. Mit den Gleisen der S-Bahn geht das hier komplett durch. Hier haben wir ein Schild. Was ist das hier? So, Memorial, da kommen wir her. Da sind wir gerade und da ist das Zentrum vom Memorial. 1936, Valentin. Hier sind auf jeden Fall noch gut Relikte. Aber für mich nicht erkennbar, was es ist. Ein Topf ist da. So, gehen wir erstmal links. Was meinst du? Ja, ich weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Es ist so viel zerstört hier. Also es muss ganz grausam gewesen sein. Ja, definitiv. Friseur ist hier gewesen. So, lass mal die Mama ganz kurz mal zur Ruhe kommen. Und hier, das wird wahrscheinlich ein Kamin gewesen sein. Und vom Fahrrad. Also wir haben uns ja gestern verschiedenste Hörbücher dazu angehört. Und deswegen haben wir ein ziemlich gutes Bild, was damals passiert ist. Und normalerweise wisst ihr selber, Leute, ich bin mir für nicht zu schade, irgendwo reinzugehen und euch besondere Aufnahmen zu holen. Aber wenn hier so ein Schild zu sehen ist, dann habe ich natürlich den Respekt vor dieser Stätte. Und das gebietet sich einfach so. Das macht man nicht. Leute, das ist sicherlich ein Dorf von vielen, aber dieses Dorf ist ganz speziell, weil hier so viele Menschen, unschuldige Menschen umgekommen sind. Frauen und Kinder verbrannt, lebendig verbrannt. Aber man darf nicht vergessen, im ganzen Zweiten Weltkrieg gab es Dörfer wie dieses auf der ganzen Welt. Sei es in Polen, sei es in Russland, sei es in Deutschland, sei es in Holland, sei es in Belgien, sei es in Rumänien, sei es in Ungarn, sei es in der Ukraine. Sei es in Japan. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie Hiroshima ausgesehen haben muss. Oder Berlin. Oder Teile von London. Hier finden wir Fahrräder. Auch wieder hier ein Gerät für die Landwirtschaft, ein altes Auto. Wieder eine Nähmaschine. Wir haben jetzt ungefähr 9.30 Uhr. Jetzt haben wir 9.30 Uhr. Ihr hört. So, Emile Desorto, Rue de Emile Desorto, 1842 bis 1906. Weinspiriteur, also hier war wohl der Weinhandel des Dorfes. So, ich glaube, wir gehen hier auf der rechten Seite einmal lang. Auch da Nähmaschine, also persönliche Gegenstände des täglichen Bedarfs. Und ihr hört die Raben im Hintergrund. Und Leute, jeder, der irgendwie sagt, oh, wir müssen Krieg machen und wir müssen uns fit machen für Krieg, der soll einfach mal hierher kommen und sich anschauen, wie danach das eigene Haus, die eigene Wohnung, das eigene Dorf aussieht. Und ja, der Zweite Weltkrieg war
auch ein Krieg, der gegen Zivilisten geführt wurde. Aber denkt ihr, das ist in den heutigen Kriegen anders? Wenn ein Krieg so heftig eskaliert, dass man dem anderen einfach nur noch wehtun möchte und töten, dann glaubt ihr hoffentlich nicht, dass es einen Unterschied zwischen dem Zweiten Weltkrieg und irgendwelchen anderen Kriegen gibt. Stock Renault. Ich glaube, die Schilder sind aber, wenn man sich das mal anschaut hier, das könnte eventuell neu sein, aber das ist garantiert alt. Talleur, Assareur. Ich denke, hier wurden Autos repariert. Schaut mal, das ganze Gebäude ist einfach nicht mehr da. Ja, da liegen Radkappen rum. Aber die gesamten Grundmauern, Garage, hier steht es auch, sind weg. Was ist denn das hier vorne? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Die Mutter kommt hinterher. Da steht noch ein ganzes Auto. Mal schauen, ob wir gleich ein bisschen näher rankommen. Aber ihr seht, hier stehen überall noch Wracks rum. Auti. Das ist eine alte Tafel. Kaffee. Schaut mal, ein ganzes Dorf. Komplett mit Marktplatz, allen drum und dran. Also es ist, also je weiter ich gehe, desto beklemmender wird es. Ein altes Bettgestell. Könnte ein Ofen sein. Quincaleri. Leider weiß ich nicht, was das ist. So, wir gucken uns das Auto an und dann lassen wir die Mutter aufschließen. Löwe, glaube ich. Sieht mir aus wie ein Citroën, aber die Front sieht doch ein bisschen anders aus und den Löwen kenne ich nicht. Ich denke, wir befinden uns jetzt hier an dem Marktplatz. Müsst euch mal vorstellen, was für eine Angst die Menschen hatten. Schau mal hier. Wenn die in die Kirche getrieben wurden, ein Sitz vom Trecker, ein Fahrrad, Frauen und Kinder. Kinder haben garantiert geweint und die Frauen wussten vielleicht auch schon, was auf sie zukommt. Kaffee. Auch hier Bettgestell. Das ist noch originales Holz. Das scheint mir modernisiert zu sein. Aber das ist noch auf jeden Fall original da oben dran. Patisserie. Also für Süßigkeiten und so weiter. Hat Frankreich ja eine lange Geschichte.
Boucherie-Schlachterei. Seid mir nicht böse, dass ich die Namen nicht ausspreche. Und das wird den Menschen hier nicht gerecht. Ein komplettes Auto. Hoffentlich klappt das mit dem Gegenlicht. Da geht's noch weiter. Ich denke, das ist der Friedhof. Hier finden wir die, wo die Blumen reinkommen. Und hier sehen wir sogar noch die Fliesen, Leute. Schaut euch das mal an. Ja. So, also jetzt kriege ich auch tatsächlich Gänsehaut. Also mir ist immer wichtig, dass ich euch meine Gefühle erzähle. Da vorne ist eine Badewanne. Und ja, es wird auf jeden Fall heftiger. Das hat jetzt mit Frieden, den ich gerade verspürt habe, nicht mehr viel zu tun. Ich glaube auch, dass wir so langsam in die Gegend kommen, wo die Menschen dann zusammengetrieben wurden. Das ist nur so ein Gefühl. Gebäude, das steht noch fast. Das schauen wir uns gleich alles auf dem Rückweg an. Also ihr seht, müsste jetzt schon bei über 25 Minuten sein. Ich habe extra 3 Akkus mitgenommen, damit wir gemeinsam hier wirklich jeden Stein auch zusammen erkunden können. Émilie Redon, 1929. Café. Hier war auch ein Café. Auch wieder ein Fahrrad. Hier ist ein Motor oder eine Pumpe. Ich kann es nicht genau erkennen. Das ist noch der alte Putz hier. Man hat die Steine, klassisch oder typisch für Frankreich, hat man verputzt. Und mal schauen, was das hier ist. Ein Brunnen. Der scheint entweder mit Steinen befüllt worden zu sein oder modernisiert und dann nicht bis ganz nach unten offen gelegt worden zu sein. Aber möchte ich mich nicht festlegen. Ich werde meine Mutter jetzt alleine den Ort erkunden lassen. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit und das, was er sehen möchte. Und dann werden wir gleich wieder zusammenkommen. Und ihr seht, das gesamte Holz, die Träger, die sind weg. Die sind nämlich verbrannt. Und hier der Blick einmal über das Dorf. Ist die Kirche, glaube ich. Die werden wir uns gleich angucken. Das Dorf war anscheinend komplett mit einer Mauer, mit einer recht hohen Mauer eingefasst. Und die Strommasten sind auf jeden Fall noch aus der damaligen Zeit. Seht ihr das? Mit den Isolatoren oben. Den originalen Schrauben und hier der Blick zurück. Hier können wir gleich hochgehen und uns das von hinten anschauen. So, ganz alleine lasse ich meine Mutter allerdings nicht. Ich werde mal gucken, ob sie hinterherkommt.
sollten auf jeden Fall immer im Blickbereich sein. So, und damit ihr den Weg nicht zurückgehen müsst, die kommt auf jeden Fall nicht, werde ich hier einmal an dieser Stelle einen Cut machen. Und das Schlimme ist, dass das in der heutigen Zeit noch passiert, dass wir nichts gelernt haben. Also ist schon hart, wenn man das sieht. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Leute. Also sie hatte gerade noch, als die Kamera ausgewiesen war, gesagt, dass insbesondere die Kinder natürlich überhaupt nichts dafür können. Und dass es auch heute immer noch Kriege gibt, wo Frauen, Kinder, alte Männer, die überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun haben, mit dem Krieg zu tun haben, auch bestialisch umgebracht werden. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wir haben nichts daraus gelernt. Und ja. So, wir kommen jetzt hier in Richtung des Friedhofes. Hier gibt es noch einen Ausgang, der ist allerdings gesichert. Das ist natürlich auch immer ein Eingang. Und hier auf dem Friedhof ist Schweigen angesagt. Das bedeutet, ab hier werden wir nicht reden. Wir gucken nur einmal ganz kurz rein. So Leute, mehr möchte ich euch gar nicht von dem Friedhof zeigen. Derjenige, der Interesse hat, der kann sich das gerne anschauen. Alles andere würde für mich auch nicht passen, dass ich hier einen Friedhof zeige. Ich denke, das, was ich gesehen habe, hier liegen auf jeden Fall die Menschen, die hier ums Leben gekommen sind. Der ist sehr gut gepflegt oder die Anlage ist sehr gut gepflegt. Und ja, meine Mutter schaut sich das gerade noch an. Hier sind auch aktuelle Blumen noch hingestellt. Also es gibt es viele Menschen, die hier den Tod noch gedenken. Irene Redon, 1925 bis 1944, der 10.06.44, um genau zu sein. Und man muss sich vorstellen, das waren ja ganze Familien, die hier umgekommen sind. Über 600 und es gab genau 6 Überlebende. Einen, der Robert, der wurde tatsächlich sehr häufig zu verschiedenen Interviews herangezogen und hat erzählt, wie es damals war. Und ich möchte sinnhaft wiedergeben, das, was er gesagt hat in verschiedenen Berichten. Also es war so, dass also 2 hochrangige SS-Offiziere oder mindestens mal SS-Leute durch die Straßen gegangen sind, einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite, und haben gesagt, ihr kommt jetzt alle raus, ihr kommt raus und zeigt euch. Und dann wurden die Frauen von den Männern getrennt. Die Männer wurden, das hatte ich schon gesagt, in Scheunen verbracht, damit diese Menschen von ganz wenig Leuten nur bewacht werden konnten. Und die Frauen wurden in die Kirche gebracht. Und dann gab es einen Brand in der Kirche und dabei sind die Frauen und die Kinder umgekommen und die Männer wurden aufgrund eines Knalls, so wie er erzählt hatte, da war auch er mit dabei, er war zu dem Zeitpunkt 19, also kein Kind im eigentlichen Sinne mehr, und wurde dann zwar getroffen, aber nicht stark, ist zu Boden gegangen, die ganzen Erwachsenen sind auf ihn draufgefallen und die SS hat dann, als sie fertig war mit der MG-Salve, geguckt, wer noch am Leben ist und hat dann mit gezielten Genickschüssen die Menschen dann umgebracht. Und danach haben sie die Scheune mit allerlei Gerümpel
zugestellt und die Leute überhäuft damit. Und dann haben sie das angezündet. Und irgendwann kam das Feuer zu ihm. Und er hatte dann die Möglichkeit zu überlegen, sterbe ich jetzt durch einen gezielten Schuss oder sterbe ich durch das Feuer? Und er hatte Glück, irgendwann ist die SS gegangen und er konnte sich dann befreien und hat dann tatsächlich überlebt. Ob er heute noch lebt, die Geschichte ist schon über 10 Jahre her, als ich sie gesehen habe. Auch hier auf YouTube, DW heißt der Kanal. Und da hat er halt erzählt, wie das war und dass das ganz schlimm für ihn war. Ja, also stellt euch vor, ihr seid 19, werdet zusammengetrieben in eine Kirche und auf einmal ja, geht das Feuer los. Man kann sich nicht begreiflich machen, was die Menschen damals gefühlt haben müssen. Es geht einfach nicht. So, auch hier werde ich jetzt nicht sprechen. Wir gehen jetzt in das Memorial rein.
Also ihr habt selber gesehen, Leute, über 640 Menschen und ganz, ganz viele Kinder, teilweise noch nicht mal das erste Jahr erlebt. Es gibt auch Momente, Leute, wo ich einfach sprachlos bin. Und ich habe schon viel gesehen. So, meine Freunde. Also, ich habe die Mörner wieder eingesammelt. Wir kommen von da oben. Da vorne waren wir auch schon. Hier haben wir gerade, sind wir gerade links abgebogen. Und das möchte ich euch gerne noch zeigen. Ausgebrannte Fahrzeugwracks, die hier rumstehen. Alles original aus der damaligen Zeit. Und vielleicht möchte ich noch eine Lanze brechen für die Soldaten, die damals gekämpft haben, egal auf welcher Seite. Die meisten, teilweise noch gar keine 18, die wurden ja indoktriniert. Die haben gesagt bekommen, ihr macht das alles für eine gute Sache. Der Feind ist kein Mensch, der ist böse. Und ihr habt das zu tun, ihr werdet gedrillt auf maximalen Gehorsam. Und wurden natürlich auch ideologisch geschult. Es gab ja nicht nur einen Diktator zu der damaligen Zeit. Mussolini gab es noch, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch da gab es ja einen richtig großen Führerkult, ähnlich wie bei Adolf Hitler, der ja tatsächlich von Mussolini auch gelernt hat und ihn als Vorbild gesehen hat. Später musste er ihn retten, aber das ist ein anderes Thema. Und diese Kinder zum Teil, die wurden eingezogen und mussten in die Schlacht. Das bedeutet, natürlich haben sie getötet. Natürlich war das deren Auftrag. Natürlich haben sie auch andere schlimme Dinge gemacht. Wie gesagt, egal von welcher Seite. Auch die Russe hat sehr viele Kriegsverbrechen begangen. Insbesondere als er den deutschen Vorstoß dann aufhalten konnte und dann Richtung Berlin marschiert ist. Übrigens auch an seinen eigenen Landsleuten, denen er unterstellt hat, dass sie kollaboriert hatten, also dass sie mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Und da gab es bestialische Dinge. Eine Sache ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Da gab es russische Kämpfer, die auf dem Vormarsch nach Deutschland einen deutschen Soldaten gefangen genommen haben und den haben sie aufgeknüpft. Das bedeutet, sie haben ihn an einen Pfahl gebunden und haben dann eine Hülse genommen von einer, ich glaube, die hatten 7,62, bin mir aber nicht ganz sicher, wo vorne das Geschoss fehlte. Bedeutet, man hatte quasi innen hohl und außenrum das Messing und das haben sie ihnen in die Kniescheibe reingeschlagen mit dem Kolben des Gewehrs. Und seine Kameraden, die nur wenige hundert Meter von ihm entfernt waren, haben seine Schreie gehört und sind dann nachts rübergegangen und haben sich bei der gesamten Mannschaft, bei der russischen Mannschaft gerecht und alle kaltblütig mit einem Messer umgebracht. Langsam. Da seht ihr einfach, was passiert, wenn Krieg verroht. Eine weitere Geschichte, die hier wohl stattgefunden haben soll. Wie gesagt, das ist alles nur Erzählungen. Ich kann euch keine Wahrheitsgarantie darauf geben. Ist, dass hier die sogenannten Marquis eine deutsche Wehrmachtsgruppe überfallen hat, Sanitäter, die wohl auch angeblich nicht bewaffnet waren. Wie gesagt, ich kann euch nur die Geschichte erzählen, wie ich sie gelesen habe. Auf den Wahrheitsgehalt kann ich keine Garantie geben. Und haben die überfallen und haben die Medizin, also die Medics, haben sie ans Auto gefesselt, ans Lenkrad und haben das Auto angezündet. Und die sind bei lebendigem Leibe, sind die dann verbrannt. Genau. Also schlimme Dinge gab es auf allen Seiten. Und am Ende des Tages, wenn man von einer Kugel getroffen wird,
dann weiß man nicht. Und es ist eigentlich auch egal, von welcher Kugel man getroffen wird, weil man stirbt einfach. Und ja. Und wie gesagt, zurück zu den Soldaten. Viele Soldaten hatten gar nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil der gesellschaftliche Druck einfach so groß war. Und die Indoktrinierung und die Idealisierung, dass sie gar keine Chance hatten, Nein zu sagen. Teilweise im Ersten Weltkrieg gab es, insbesondere gerade am Anfang, so viele Freiwillige, die sich bewusst dafür entschlossen haben, in den Krieg zu ziehen, weil die Eltern und die Medien, damals gab es ja auch schon Medien, Zeitungen und Mundpropaganda, denen erzählt hatten, dass man mindestens einmal in den Krieg ziehen musste, um als echter Mann zu gelten. Und dann sind die teilweise von Deutschland nach Frankreich an die Front gezogen und freudestrahlend und feiernd. Und als sie dann das erste Granatgewitter abbekommen haben, dann sind sie direkt wach geworden. Und gerade auch im Ersten Weltkrieg war es ja so, das war ja kein mobilisierter Kampf, wie wir das aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, sondern es war ein Stellungskrieg. Stellungskrieg bedeutet, man ist vorgestoßen mit zum Beispiel den Deutschen und die Verteidigungslinie der Franzosen oder wen auch immer, die war so stark, dass die Deutschen nicht weiter vorrücken konnten. Da gab es ja dann die ersten Maschinengewehre auf breiter Front, die dann teilweise bis über 1000 Leute pro Maschinengewehr, pro Kampf niedergemacht haben. Man sprach dann auch von einem industrialisierten Krieg, den es vorher so noch nicht gab. Sind die ganz schnell wach geworden und haben festgestellt, dass der Krieg, so wie sie ihn aus den Büchern oder uns als Erzählungen kannten, Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert, den gibt es nicht mehr. Und den wird es auch nie wieder geben. Und die haben sich dann auch in Stellungen eingegraben, genauso wie der Gegenüber. Und die Stellungen wurden immer größer, immer tiefer, gestaffelter. Mit Laufgräben, Verbindungsgräben und so weiter. Da sind richtige kleine Städte entstanden. Und ja, man hatte dann nicht mehr die Möglichkeit, aufgrund von dieser starken Befestigung den Gegner anzugreifen. Es gab trotzdem immer wieder Versuche, teilweise mit über 10.000, 20.000 Männern. Ich glaube sogar in Verdun waren es über 100.000. Und davon sind manchmal 20.000 bis 30.000, 40.000 an einem Tag pro Seite gestorben. Und der Geländegewinn war teilweise überhaupt nicht vorhanden. Oder wenn es einen gab, dann hat der Gegner durch einen Gegenangriff, was immer geplant war, diese Stellung, diesen Geländegewinn wieder weggemacht. Und deswegen hat man da von einem sogenannten Stellungskrieg gesprochen. Und auch Erster Weltkrieg, unfassbar krass. Auch da werden wir die Zahlen niemals erfahren an Todesopfern, die es gab auf ziviler Seite, auf der Seite der Soldaten, aber auch Tiere, Pferde und so weiter sind umgekommen. Man muss sich mal vorstellen, damals ist die Entwicklung der Waffen ja sehr stark vorangeschritten. Es gab, wie gesagt, die ersten Maschinengewehre. Bei der Artillerie hat man Fortschritte gemacht und die hat man nicht zu 1, 2, 3 eingesetzt, sondern teilweise zu Hunderten, später sogar zu Tausenden. Und es gab Angriffe, die gingen, da hat man über 7 Tage hat man Artillerie auf die gegnerischen Stellungen gefeuert. Und man ist da fest von ausgegangen, dass man alle Kämpfer beseitigt und vernichtet hatte. Und jetzt haltet euch fest, die Stellungen waren so gut gebaut, dass es nur ganz, ganz wenig Verluste auf deren Seite gab. So, wir haben gerade ein paar weitere Besucher gesehen. Und die gehen jetzt gerade in die Kirche rein. Deswegen lassen wir denen den Vortritt. Wir möchten da nicht stören. Ein Kamin oder ein Ofen und ganz viele von diesen Nähmaschinen. Und hier der Blick
über das Geländer und da seht ihr, die Kirche steht offen. Wir können also gleich reingehen. Wahrscheinlich ein Bettgestell, ein Teil vom Fahrrad. Man kann hier ziemlich gut den Kamin sehen. Und hier die Abwasserrinne oder die Regenrinne. Hier waren wir ja gerade schon. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Das alte Kopfsteinpflaster. Kann man da reinschauen? Okay. Okay. Verschiedene Metallbeschläge. Und der Blick hoch in die Kirche. Ein Ausgang. Und hier haben wir nochmal einen schönen Blick über die Stadt. Ah ja, danke für den Hinweis. Also wir sind gerade rausgegangen. Jetzt haben wir eine gute Möglichkeit, einmal die Kirche von innen zu sehen. Und schau mal, die Stromleitungen sind noch da. Komplett vorhanden. So. Auch hier werde ich wieder nicht sprechen.
Leute, also das, was wir hier vorne direkt am Eingang gesehen haben, ich habe es euch auch eingeblendet, ist die ehemalige Kirchenglocke. Die ist damals bei dem Brand geschmolzen, so heiß war das, und ist dann runtergefallen. Das ist noch überliefert und die Überreste können wir hier noch entdecken. Ich bin fassungslos, absolut fassungslos. Schaut euch mal dieses wunderschöne Haus an. Ein sehr schönes Haus, ne? Alles restauriert werden, sieht man das, die Ausbesserungen. Das kann sein, dass... Das könnte eine Scheune sein da, ne? So Leute, das ist der Blick zurück und manchmal ist das ja so, dass man, wenn man die Perspektive verändert, sich nochmal ein ganz anderes Bild ergibt. Schaut euch das mal an, das ist vielleicht die krasseste Einstellung, die man hier bekommen kann. Es ist leicht bergauf, die Häuserfronten sind zusammengebrochen, die elektrische Beteiligung für die Tram ist noch komplett vorhanden, der Baum ist garantiert auch noch aus der damaligen Zeit. Das ist für mich das krasseste Bild überhaupt. Und hier aus jedem Feuer werden die Flammen gezüngelt haben. Das ganze Dorf wird kilometerweit zu sehen gewesen sein aufgrund der Flammen und der Rauchentwicklung. Ein wunderbar gearbeiteter Sturz. Und da ging dann direkt die Treppe hoch. Da Zementiere ist der Friedhof, da kommen wir lang. Das ist die Hauptstraße. Riesiges Tor. Auch hier wieder die Fassade mit den alten Läden. 1823 wurde das Haus aufgebaut. Eine ganz andere Perspektive, wenn man jetzt hier hochläuft, ne? Marmor, Schlachterei, das war das Schaufenster. Und schaut euch mal an, dieses wunderschön gearbeitete Fenster da hinten. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Die Vorstände, die wir gelebt haben. Und Teile von Frankreich sehen ja immer noch so aus. Bedeutet, Frankreich hat wirklich eine sehr krasse Historie, sehr spannende Geschichte, die man auch noch an vielen Orten ablesen kann. Und hier kann man leider nur die schrecklichen Dinge ablesen. Aber ich bin sehr froh, auch wenn sich das jetzt vielleicht falsch oder doof anhört, dass man damals entschieden hat, den Ort so zu lassen, und damit sich nachfolgende Generationen ein eigenes Bild machen können, was Krieg bedeutet. Das sind ja nicht nur die zerstörten Mauern,
sondern es sind ja auch die ermordeten Menschen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ein Krieg so eskaliert, dass man den Gegenüber einfach nicht mehr als Mensch wahrnimmt, sondern einfach nur als ein Individuum, welches man vernichten möchte, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann werden KZs aufgebaut, die Menschen werden dann gejagt auf ganze Bevölkerungsgruppen und komplett entmenschlicht und bestialisch ermordet. Ich dachte, in dem Baum sieht man vielleicht irgendwelche alten Relikte. Hier müssen die Träger bereits geschützt werden. Es ist wirklich komplett alles ausgebrannt. So, wir haben uns die linke Seite noch nicht angeguckt. Das machen wir jetzt. Wir waren ja gerade auf der rechten Seite. Nur, dass ihr noch mal wisst, wo wir gerade sind. Auch hier liegen ganz viele Relikte drin. Eine Feder vom Auto, Fahrräder an der Wand. Hier sieht man schon, das Gemäuer müsste eigentlich abgestützt werden, weil es schon deutlich nach, es wird auch abgestützt. Ansonsten wird es bald zusammenbrechen. Auto unter den Steinmassen begraben. Schwierig zu sagen, ob die Bäume noch aus der damaligen Zeit sind. Und es hat ja hier gebrannt direkt. Normalerweise müssten die mit abgefackelt sein. Da vorne ein Eimer. Aber schwierig zu sagen. Auch ein wunderschönes Haus. Friedhof auf der linken Seite mit dem Memorial. Und jetzt zeige ich hier nochmal die Fassaden der Stadt. Also wirklich ein wunderschönes Dorf. Total schön. Oder es war ein wunderschönes Dorf. So, hier ist der Brunnen und hier nochmal der Blick zurück. So, und dann gehen wir jetzt da vorne zur Hauptstraße und gehen noch mal in den letzten Teil. Und ab da unten melde ich mich wieder. Ich habe gerade einmal diese Tafel übersetzt. Also hier wurden Männer verscharrt in dem Bereich. Wie viel genau, weiß ich nicht, ob es alle waren oder nur ein Teil. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Ruhestätte, ein Grab. Wer weiß, vielleicht da unter der Platte oder man hat sie einfach nur in das Haus reingelegt. Hier auch wieder. Also in diesen Häusern hat man die verscharrt. Und deswegen ist hier
auch Eintritt verboten. Damit ihr wisst, wo wir sind, wir gehen wieder den Weg hoch. Man hat es wirklich so gelassen, wie es damals war. Man hat es 1974 hat man hier Ausgrabungen getätigt. Und die Ausgrabungsgegenstände habt ihr gerade in dem Memorial gesehen. Da ist der Ausgang und wir gehen jetzt da hoch und schaut mal hier, ganz viele Autoteile, Wracks. Kinderwagenteil, Fahrradteil hat man hier hingestellt. Da sieht man sogar das Bild. Träger leicht durchgebogen ist oder hier, die liegen auf dem Boden. Aufgrund der Hitzeentwicklung haben die sich sogar durchgebogen, dann irgendwann nachgegeben. Hotel war das mit Restaurant. Wasser ziehen konnte. So, die Sonne kommt gerade raus, Leute. Auch hier musste die Hauswand abgestützt werden, damit sie nicht weiter verfällt. Originale Fensterbeschläge. Auch hier, das finde ich halt absolut bemerkenswert, dass die Oberleitung noch da ist. Das ist irgendwie surreal. Auch hier nochmal ein Auto. Sogar noch der Kühler vorne dran. Den Motor, die Zylinder sehen wir. Also ich hatte ja gesagt, dass Robert erzählt hatte, dass man mit einem Maschinengewehr auf sie gezielt hat. Und er war noch mal hier vor ungefähr 10, 12 Jahren und hat in dem Video gezeigt, wo sie standen und wo die Maschinengewehrsalben eingedrungen sind in die Häuserwand. Das konnte man noch sehen und wir versuchen jetzt diesen Ort auch aufzufinden und da nochmal den Menschen zu gedenken. Oranje, ich denke, das ist hier die, genau, das war der Bahnhof hier für die Tram. Vielleicht war das ein Wartehäuschen. Gut sein, ne? Ja, und hier konnte man die Schienen verlegen. Es ist wirklich alles noch da. Ich denke mal, für Signalanlagen wird das gewesen sein. Weil hier war ja der Bahnhof, da hinten konnte man auch die Weichen verstellen. Ja, ja, stimmt. Und hier? Die Frage ist, wieso sind hier Isolatoren? Man ist ja, sollte sich hier draufstellen. Genau, das ist Telekommunikation. Das ist ein Übertrager. Das scheint ein Relais zu sein, oder zwei. Und hier, Leute, ihr seht, es ist wirklich alles noch da. Gutes Detail. Gut, dass du das gesehen hast. Hier sind sogar noch die Lampen dran. Und schaut mal das schöne Haus da hinten. Das Haus ist schön, ne?
eine neue Kirche. So, hier hat man mit Bahnschwellen gearbeitet. Und da oben ist noch die Beleuchtung. Auch hier kann man die Schienen verstellen. Vielleicht war das ein Zeitungskiosk oder so. Ich schätze sagen, könnte aber ein kleiner Verkaufsraum gewesen sein. Ein Auto. Isolatoren für den Strom. So, und wir kommen jetzt gleich zum Ende der Stadt. Da vorne ist das Tor. Schaut euch doch mal dieses wunderschöne Haus an. Das ist das Postgebäude. Post, Telegraphs und Telefons. Oradour, Suglan, à la mémoire de Odette Boulary. Das ist aber wunderschön. Hier waren die Einwürfe für die Post. Hier hat man die Post eingeworfen und da wurde man bedient. Das ist auch ein wunderschönes Gebäude. Der Notar. Also alles, was man braucht, ist hier. Und der Notar hatte das größte Gebäude. Fahrzeugteile. Letzte Gebäude. Oh ne, es sind noch ein paar mehr. Die Frage ist, hier sind ja noch umliegende Dörfer. Wieso hat man nur, in Anführungszeichen, nur Oradour genommen und nicht umfassender? Also es sind ja viele Sachen noch nicht geklärt worden. Die werden immer noch aufgearbeitet. Leider gibt es keine Zeitzeugen mehr. Warum man hier dieses Dorf ausgewählt hat, wird heftig diskutiert. Ob man da jemals eine Antwort drauf findet. Vielleicht der Schmied gewesen sein. Also hier gibt es noch Landschaftsgärtler. Nicht, dass ihr euch wundert, vielleicht, warum die Anlage so gepflegt ist mit den Bäumen. Also hier fahren regelmäßig Kolonnen durch und halten die Anlage in Schuss. Ein Café am Ende der Stadt. Noch ein Brunnen. Und das ist, ach so, Friedhof. Der hat die Friedhöfe schön gemacht. Und Grabsteine etc. So, das ist Ende der Stadt. Ob das Stadttor original ist, schwierig. Weil normalerweise haben ja Städte kein eigenes Stadttor. Das ist ja auch nicht da hinten. So, Deforie, Memorial, Sanitäranlagen. Porte Süd, Eglise. Okay, also hier seht ihr nochmal die Öffnungszeiten. Im Sommer bis 17 Uhr von 9. Im Hochsommer dann bis 18 Uhr.
im Spätsommer bis 19 Uhr und bis Oktober dann bis 18 Uhr. Wir sind jetzt hier bei 17 Uhr. Genau. So, wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch mal den Ort der Erschießung zu lokalisieren. Und falls wir bis dahin noch was Spannendes sehen, melden wir uns gleich noch mal zurück. Wir haben jetzt einen dritten Ort gefunden, wo die Männer umgebracht wurden. Hier in diesem Bereich sind sie zusammengetrieben worden und erschossen worden. Eventuell da vorne an dieser Mauer, da sieht man, dass die Steine perforiert sind. Ist aber nur eine Vermutung. Genau kann ich es euch nicht sagen. Hier sind sie auf jeden Fall ermordet und verbrannt worden. Also hier vorne habe ich euch ja gezeigt, ist das Schild. Und als wir reingegangen sind, ist mir ja direkt aufgefallen, dass es hier solche Löcher gibt. Und das ist tatsächlich auch auf Brustkopfhöhe. Es kann also sein, dass das hier die Wand ist, wo die Leute erschossen wurden. Schaut mal. Das ist sehr wahrscheinlich. Die Frage ist allerdings, wenn man die hier vorne erschossen hat, ob man die dann extra da reingetrieben hat. Vielleicht mussten auch die Überlebenden die Leute da reinziehen. Auf jeden Fall schrecklich, der Gedanke. So, meine Freunde. Also, wir haben tatsächlich die Stellen gefunden, wo die Menschen erschossen wurden, die Männer erschossen wurden. Die Frauen sind ja in der Kirche verbrannt. Ist nicht nur eine Stelle oder zwei Stellen. Ich habe insgesamt drei Stellen gefunden. Robert hatte, glaube ich, von zwei Orten gesprochen. Darüber hinaus haben wir noch eine Stelle gefunden, wo mumifizierte Leichen Jahre später gefunden wurden. Und ich bin jetzt gerade noch mal zurückgegangen, mir noch mal ein Bild gemacht, weil ich jetzt diese Schilder entdeckt habe, wo darauf hingewiesen wird, dass hier die Menschen umgekommen sind. Und Mutter ist schon mal Richtung Ausgang gegangen. Ich bin ein bisschen schneller zu Fuß, damit sie den ganzen Weg nicht nochmal zurückgehen muss. Ja, was bleibt? Was bleibt, was bleibt, was bleibt? Also, ich hatte ja am Anfang das Gefühl, das ist ein friedlicher Ort. Zwischendurch hatte ich dieses Gefühl nicht mehr. Jetzt, wo ich gerade fast alleine bin hier, habe ich tatsächlich wieder eher das Gefühl, dass es ein friedlicher Ort ist. Auch Robert hat ja gesagt, er kann den Deutschen verzeihen für das, was passiert ist. Ja. Ich glaube, genau darum geht es, dass man irgendwann, wenn die Wunden verheilt sind oder einigermaßen verblasst sind, dass man seinem Gegenüber dann auch irgendwann verzeihen kann, dass er seine Familie vielleicht umgebracht hat, dass er ihn zum Krüppel geschossen hat, dass er das ganze Dorf ausgelöscht hat und man einer von sechs Überlebenden ist. Und wenn er sagt, er kann den Deutschen verzeihen, das ist schon ein mächtiges Wort oder ein mächtiger Satz nach dem, was er da erlebt hat. Wie gesagt, seine gesamten Leute, die er kannte, der waren 17 oder 19 zu dem Zeitpunkt. Seine Welt war ja klein. Man konnte ja nicht reisen wie heute, dass man einfach sagt, ich steige ins Flugzeug und fliege nach Singapur. Sondern die Leute kannten ja nur ihren Ort. Die Leute, die hier umgebracht wurden, die kannte er wahrscheinlich alle persönlich. Darunter seine Familie, seine Schwester, seine Mutter wurde umgebracht. Und dass er dann sagt, er vergibt, das schon gut ab. Also Robert, ich weiß nicht, ob du noch lebst oder ob du dieses Video jemals sehen wirst. Ich habe größten Respekt vor dir.
Einmal, dass du das überstanden hast. Aber auch, dass du sagst, nach so vielen Jahren, du vergibst den Deutschen, vergibst uns. Ja, das ist schon groß. Jetzt gibt es vielleicht die einen oder anderen, sagen, ja, ich habe doch damit gar nichts zu tun. Ja, genau, ich habe auch nichts damit zu tun. Aber es gehört halt zu unserer Geschichte. Und wir haben auf jeden Fall die Verantwortung, dass sowas nicht nochmal passiert. Das ist so meine Interpretation, die ich aus der Geschichte ziehe. Jeder kann die Interpretation oder das Fazit für sich selbst ziehen. Ob er sich schuldig fühlt oder nicht, fühle mich nicht schuldig. Ich habe nichts getan. Meine Mutter hat nichts getan. Das bedeutet, das ist schon 3 Generationen zurück. Ich weiß, dass mein Opa eingezogen wurde. Er konnte auch nichts dafür. Er musste auf der Tirpitz dienen und ist sogar kurz vor Ende des Krieges getürmt. Bedeutet, er hatte auch keinen Bock darauf. Und ich glaube, so ging es ganz vielen anderen auch. Also, wenn wir zurückschauen, dann sollten wir nicht nur den bösen deutschen Soldaten sehen, sondern auch vielleicht den Menschen, den Fleischer, den Notar, den Rechtsanwalt, den Verkäufer, die auch keinen Bock hatten auf den Krieg, aber irgendwie dazu gekommen sind, dass sie eingezogen wurden, dass sie im Krieg dienen mussten. Klar gab es auch welche, die hatten da Bock drauf, wissen wir, gibt es auch heute noch, aber ich würde, auch wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gucke, da hat keiner Bock darauf, in den Krieg zu ziehen. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das früher viel anders war. Wie gesagt, Erster Weltkrieg, da war das schon anders. Aber der ist ja gerade mal ein paar Jahre zu Ende gewesen. Ja, auch wenn wir, klar, es gibt Berichte, wo die Deutschen in Polen und in Russland eingefallen sind. Die haben da nur gelächelt. Ja, sicherlich auch die Euphorie des Krieges. Wir sind unbesiegbar und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich an das Gute der Menschen. Damals und heute. Ja, aber wie gesagt, ich möchte das nicht kleinreden. Es gibt genug Leute und auch heute noch, die bereit wären, alles zu tun. So, jetzt kriegt das letzte Wort noch meine Mutter und dann gehen wir in das Museum. So. Ja, hallo Leute. Ja, angesichts dieser Bilder und was wir gerade gesehen haben, wünsche ich mir einfach nur Frieden für meine Kinder, meine Enkelkinder und deren Kinder. Also in Friedenszeiten können wir auch am meisten schaffen und auch am meisten Wohlstand erlangen. Das ist meine Ansicht. Schön. So, nochmal der Blick zurück in das Dorf Oradour. Und wir gucken uns das Museum an. Ich weiß nicht, ob man darin filmen kann. Marie-Louise Schelin, 20 ans. Yvonne Bardet, née Gendreau, 31 ans. Angèle Dartout, née Georges, 26 ans. Hélène Georges, 20 ans. Auguste Giacchino, 45 ans. André